Hallo, hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Wie ich euch in den vorherigen Videos ja schon mitgeteilt habe, meine Entscheidung steht, ich bleibe hier in der Türkei und werde nicht nach Deutschland zurückkehren, werde den Winter hoffentlich, inshallah, so Gott will, hier bleiben und bin sehr gespannt, wie der Winter sich hier in der Türkei darstellt. Wird es mir Spaß bringen? Wird es schön werden? Werde ich mich langweilen? Werde ich Sehnsucht nach der Familie haben? Und all diese Zweifel stehen natürlich im Raum und deswegen würde ich euch gern mitnehmen auf dem Weg meiner Zweifel, nein, meine Gedanken gerne mit euch teilen. Zweifle ich denn an meiner Entscheidung? Das ist heute die Fragestellung und ich wünsche euch ganz viel Spaß, mit dabei zuzuhören. Ja, ich habe große Zweifel. Keine Zweifel daran, dass die Entscheidung hier zu bleiben richtig ist. Überhaupt nicht. Aber ich habe Zweifel daran, dass meine Familie das so richtig akzeptiert, meine Entscheidung. Und ich habe Zweifel daran, dass ich zu wankelmütig werde und mich zu sehr von meiner Familie beeinflussen lasse, wieder dahingehend zurückzukehren. Ich hatte euch, viele von euch, die das enge Familienleben zwischen uns vielleicht gar nicht so verstehen können, weil man sagt, mit 18 sind die Kinder erwachsen und müssen ihr eigenes Leben leben, müssen ihren eigenen Weg gehen. Das ist ja auch richtig. Müssen ihre eigenen Familien gründen, ihre eigenen Probleme selber lösen. Das alles ist richtig und das ist auch bei uns so. Allerdings macht das einen großen Unterschied, denn wir kümmern uns trotzdem weiter um unsere Kinder oder haben es zumindest bis dato getan. Und auch wenn ich jetzt hier in der Türkei bin, so leide ich und bin trotzdem immer mit den Sorgen und mit den Problemen meiner Kinder weiterhin beschäftigt und auch immer weiter auch Ansprechpartner für die Kinder, wenngleich ich sagen muss, dass sie das dieses Jahr richtig gut gemacht haben oder seit ich weg bin und mich mit vielen Dingen auch nicht sozusagen in Befragung gestellt haben und gesagt haben, was soll ich denn machen, Mama, und wie geht das denn jetzt weiter und hast du nicht gesehen? Sie haben mich schon sehr verschont, muss ich sagen, in den letzten Wochen und Monaten, aber trotzdem kenne ich ihre Probleme natürlich. Ich höre das von links und rechts, wenn ich mit dem einen spreche, weiß ich, was der andere macht, spreche mit dem anderen, weiß ich, was die anderen machen. Also ich weiß schon, wo der Schuh drückt und was da los ist, aber ich versuche das Ganze so ein bisschen cooler zu sehen und zu sagen, die kriegen das schon hin und die schaffen das schon. Aber natürlich, wenn jetzt große Probleme auftreten und Mama wieder gebraucht wird, bin ich sicher, dass wieder an die Klinge gedrückt, auf die Klinge gedrückt wird. Und ich glaube, dass ich dass ich wieder schwach werden könnte, ja. Und ich glaube auch, dass ich vielleicht schwach werden könnte, dem großen Druck der Familie standzuhalten. Und natürlich ist es im Moment, ich bin die Einzige bisher aus meiner Familie, die hier in der Türkei bleiben kann. Ja, die anderen wollen auch, aber das geht natürlich nicht. Jeder hat seine Arbeit, jeder muss Geld verdienen, inklusive meinem Mann, der auch leider noch nicht so weit ist, dass er sagen kann, okay, ich kann jetzt einfach mal weggehen. Ja, das ist eben so. Das Leben ist teuer, ja, auch bei uns und ganz bestimmt nicht einfach und so wie wir leben, das kostet auch alles sehr viel und da viele meiner Kinder auch selbstständig sind und eben kein monatliches Einkommen haben, kein festes Einkommen, ist es auch so, dass es immer mal knapp werden kann und auch knapp wird. Und dass man dann auch mal wieder zusammenhalten muss als Familie, ist klar. Deswegen ist es eigentlich auch immer so, wenn einer leidet, leidet die ganze Familie. Ne? Wenn es einem nicht gut geht, sind wir alle mit im Spiel sozusagen. Und wenn es dann mal zwei nicht gut geht, dann umso mehr. Es kam auch schon oft vor, dass der Hälfte der Kinder nicht so gut ging. Und dann muss man halt auch wissen, dass es für uns alle dann auch schwierig wird, ja, und es ist halt so, dass unsere Hauptarbeit im Moment noch in Deutschland stattfindet, zumindest die der Familie, und da keiner einfach sagen kann, ich gehe, ja,
außer mir. Ich kann das jetzt einfach mal so machen und kann mir auch den Luxus nehmen. Ich habe es ja in den letzten Jahren, im letzten Sommer ein bisschen schon begonnen. Da musste ich aber wieder zurück. Ich wollte das Ganze letztes Jahr schon machen und dass ich eigentlich hier bleiben möchte. Eigentlich wollten wir vor 3 Jahren mit meinem Mann das zusammen machen und dann ist doch alles wieder nicht so gekommen, wie man sich das vorgestellt hat. Und daran hat man sich dann aber inzwischen auch gewöhnt, ne, dass man halt doch weiter arbeiten muss. Und mein Mann kann auch nicht so ganz loslassen. Ist auch nicht so einfach, muss ich sagen. Aber die sind in Vorbereitung dessen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn ich standhaft hierbleiben kann, dann wird auch mein Mann sich dem anschließen und wird langsam loslassen können in Deutschland. Und das ist so mein Ziel. Das ist das, was ich gerne möchte. Ja, dass wir. Entschuldigt bitte, dass wir einfach unseren Lebensstandort in die Türkei verlagern, dass wir uns hier was aufbauen. Ja, man kann ja hier auch eine Menge machen. Man muss nur sich das Ganze durch den Kopf gehen lassen. Man muss halt ein bisschen auch die Möglichkeiten auf sich wirken lassen und ein bisschen suchen auch. Dann kann man auch hier einiges machen. Und das ist so, was ich gerne möchte, zumal mein Mann ja gar keinen Stillstand will. Ja, der muss was machen, der muss was tun. Und das kann er ja aber auch hier. Deswegen sind wir da beide im Moment so ein bisschen am Lernen und am Forschen und am Gucken und am Tun. Was kann man hier so machen? Was können wir hier auf die Beine stellen, dass man hier bleiben kann dann tatsächlich auch? Und der Lernprozess ist noch voll am Start. Da ist noch nichts irgendwie ausgereift. Und deswegen ist es auch so, dass, wie gesagt, mein Mann ja auch erstmal jetzt wieder zurückgeht, um einige Dinge in Deutschland zu erledigen. Ich hoffe aber, dass er es schafft, dann auch bald zurückzukommen. Wir haben auch einiges auf dem Dorf wieder zu tun, ne? Da ist ja auch alles noch, liegt ja auch noch einiges brach. Und inshallah wird er dann auch bald zu mir zurückkommen. Jedenfalls würde ich mal so sagen, Zweifel sind groß, dass ich es schaffen kann, hier zu bleiben und dass ich auch wirklich hier bleibe, ja, weil ich kenne mich und bin so ein bisschen, lasse mich doch ab und zu mal breitschlagen zu Dingen, die ich dann vielleicht doch nicht so gerne möchte. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass ich da nicht standhaft genug bleiben kann. Ich habe es bis jetzt hinbekommen und ich hoffe, es wird auch weiterhin so bleiben. Und ich hoffe auch, dass meine Familie das akzeptiert. Aber natürlich ist das nicht das Endziel, ja, dass ich hier sozusagen alleine bin. Mein Mann muss natürlich auch die Möglichkeit haben, herzukommen, sonst lässt sich das Ganze auf Dauer ja natürlich auch nicht durchsetzen. Das ist aber durchaus geplant, ja. Entweder fliegt er immer her und wieder zurück, also mal ein paar Monate hier, 1, 2, 3 Wochen in Deutschland und wieder zurück oder ähnliches. So würde das am Anfang erstmal aussehen, haben wir uns gedacht. Und dann denke ich mal, dass wir dann in Zukunft dann auch es schaffen werden, hier für längere Zeit auch zu bleiben. Ja, das ist, wie gesagt, im Moment alles noch ein bisschen mit einem Fragezeichen zu besetzen, aber erst einmal habe ich es geschafft und ich hoffe, dass ich auch weiterhin die Kraft haben werde, das durchzusetzen, weil ich möchte wirklich überhaupt nicht nach Deutschland zurück. Ich habe gar keine Lust dazu, weder auf das Wetter noch auf die Stimmung, keine Ahnung, es ist alles so gedrückt, ja, in Deutschland, wenn du auf die Straße gehst, alle Menschen oder viele Menschen haben schon, ja, weiß ich nicht, die Probleme der Menschen, die sieht man einfach in den Gesichtern und das ist schuttert. Wenn man das sieht, dann wird man auch gleich wieder schlecht gelaunt und ich habe viel lieber Menschen, die Probleme zwar haben, aber die doch noch so ein bisschen so ein, ja, weiß ich nicht, ich glaube, das macht der blaue Himmel hier und die Sonne, dass sie doch viel fröhlicher sind, die Menschen hier auch, wenn es natürlich hier auch große Probleme gibt und die Menschen es wirklich auch nicht leicht haben. Und gerade hier Alanya ist ein Ort, wo eben viel Tourismus ist und hier auch Menschen sind, die eben im Dienste dieser Menschen arbeiten, ja, und das ja sicherlich auch Menschen sind, die vielleicht nicht so hohe Bildungschancen hatten im Leben und dann doch eher solche Dienstleistungsberufe ausüben müssen. Und das sind schon echt Knochenjobs hier. Und trotzdem singen die Leute ja auf der Baustelle. Jeden Morgen, mein Mann und ich, wir sitzen hier und hören die Bauarbeiter auf der Baustelle singen. Ja, die singen, und heute ist Samstag und da ist ein junger Mann auf der
Baustelle hat gesungen. Wir haben es im ganzen Stadtteil gehört. Und gestern war da ein Älterer, der hat gesungen. Also allein schon die Fröhlichkeit der Menschen, die auf der Baustelle arbeiten, ist schon schön zu sehen. Natürlich ist es nicht immer so, ja. Und wie gesagt, ich bin ja auch, mache ja auch kein Geheimnis draus, dass mir vieles hier auch nicht so gut gefällt, ja. Und das ist auch, kippt, ja, die Stimmung der Einheimischen. Das ist durchaus auch zu beobachten. Aber die Grundstimmung ist doch eher positiv. Und die Menschen freuen sich an dem schönen Wetter. Allein das ist schon schön zu beobachten. Auch wenn es vielleicht ein Fake ist, ja, durch das Wetter bedingt, aber die Fröhlichkeit ist hier schon noch zu sehen. Die Menschen sind luftig angezogen, sie genießen die Sonne, sie gehen an den Strand, sie gehen abends in den Bars und setzen sich in die Restaurants, gehen shoppen oder was auch immer. Und es ist alles mit so einem kleinen Lächeln auf den Lippen zu beobachten und das ist schon schön. Und klar, das gibt es in Deutschland auch, keine Frage, aber ist schon alles, das Wetter macht schon viel mit einem. Also ich glaube, das ist schon das Wetter, die Stimmung ordentlich drückt, ja, nur Regen, dunkel und wolkig und kalt und das macht schon einem mit einem was, da bin ich fest von überzeugt. Mein Lieben, genau, jetzt weiterhin Zweifel, natürlich teilweise auch große Zweifel, aber auch sehr viel Zufriedenheit, dass ich nicht zurückgehen muss und viel Dankbarkeit auch vor allem, dass meine Familie mir das ermöglicht. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass vor allen Dingen auch mein Mann das alles mitmacht. Denn das ist nicht selbstverständlich, denn er möchte das gar nicht, dass ich hier bin. Er würde am liebsten mich mitnehmen. Aber ja, ich kann nicht anders. Ich möchte hier bleiben. Ja, ich möchte nicht zurück. Das ist im Moment wirklich ein ganz großes und festes Gefühl von mir. Und ich glaube auch, wenn man so ein Bauchgefühl hat, dann muss man da auch standhaft bleiben und muss sagen, okay, nein, ich bleibe jetzt einfach mal hier. Ja, ich möchte nicht zurück, ich möchte hier bleiben. Ich möchte da, es ist ja auch nicht so, dass ich hier faul auf der Haut liege. Ich bin ja auch trotzdem produktiv, überlege auch weiterhin zu schreiben. Ihr habt euch schon erzählt, dass ich früher viel geschrieben habe, auch für Zeitungen und ähnliches. Vielleicht mache ich da nochmal wieder was auf dem Gebiet. Schaue ich mal, jedenfalls an Beschäftigung mangelt es mir jedenfalls nicht. Ich würde gerne den Garten, wie gesagt, hier jetzt auch aufbauen. Das können wir vielleicht in den Vlogs immer mal zusammen machen. Werde dann auch mal runter in die Stadt fahren, vielleicht. Entschuldigt bitte, ich bin immer am Aufstoßen heute, keine Ahnung warum. Ich habe ja Bulgur gegessen, ich habe die gebratenen, den alten Bulgur von vorgestern habe ich gebraten und zu Frikadellen gebraten habe ich gegessen. Das ist sehr fettig, wird im Öl ausgebraten, wahrscheinlich daher, ne? Aber ja, ich hoffe, inshallah, wird der liebe Gott mir beistehen und mich hier unterstützen in der Türkei. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen. Ich freue mich auch auf die Herausforderungen, die ich hier habe, mit euch zusammen. Vielleicht habt ihr Lust, mich weiterhin zu begleiten. Dann schaut immer mal in meinen Vlogs natürlich vorbei. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen dieses Videos und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.